am Anfang war das natürlich ein ganz kleines Event und trotzdem waren schon Freeride-Grössen hier im Engadin. Steve Glasner war hier, Glenn Blake. Wir haben ganz klein angefangen und das Ganze hat sich natürlich extrem entwickelt. Und es hat wahnsinnig viele spannende Momente in diesen 20 Jahren. Wir hatten zum Teil riskante Sachen gehabt, Stürze, dann aber auch wunderschöne Momente, wo wir die wahnsinnig grossen Cliffs im North Face vom Gorvatsch gesprungen ist. Und es war eigentlich jedes Jahr ein riesen Erlebnis, hier die besten Freerider im Engadin zu begrüssen.